Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns, wie ihr im Titel schon lesen konntet, den ersten AI-generierten Hoodie an. AI ist ja überall. Egal, ob es in ChatGPT ist, ob es in Bilderentwicklung ist, ob es in Videoentwicklung ist. Überall findet man mittlerweile AI. Der Boom in den letzten 2 Jahren ist crazy. Und es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es soweit kommt, dass AI auch Fashion macht. Aber die Frage ist natürlich, kann AI überhaupt Fashion machen? Und wie intensiv wird es tatsächlich auch genutzt, um Mode zu entwickeln? Wir schauen uns mal den ersten AI-generierten Hoodie an und ich kann euch so viel schon mal sagen, das Ding ist ein Brett. Und zwar ist es die Marke Borderline. Es ist eine deutsche Marke, ich glaube aus der Gegend Stuttgart, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die haben einen Hoodie entwickelt, den es mittlerweile in 2 Farben gibt. Einmal in so einem leicht grün angehauchten Grau und einmal in einem Off-White. Die Story dahinter, wie es auch zu dieser Farbe kam, ist super interessant. Die haben wohl zunächst einmal einen Stoff entwickelt, der gewisse Eigenschaften hat, die dafür sorgen, dass das Produkt so aussieht wie die AI-generierten Fotos. Die seht ihr jetzt hier und was man hier natürlich erkennen kann ist, mal abgesehen von der Shape von dem Hoodie und der Form, die übertrieben ist, also sehr weit, sehr rund, sehr aufgeblasen, was ja schon eine Challenge für sich ist, so einen Schnitt dann hinzubekommen, also in der Realität umgesetzt. Aber die größte Herausforderung liegt ja dann daran, dass der Hoodie auch diese Form behält, wenn man ihn trägt. Am allereinfachsten wäre das wahrscheinlich umzusetzen mit einer aggressiven Cotton-Polyester-Mischung. Keine Ahnung, eine 50-50-Mischung, wo einfach ein heftiger Fleece ist, ne, der dann sehr puffig ist und der dann ein Stück weit einfach von selber diese Form hält. Was ich aber übertrieben feier ist, die Jungs haben sich vorgenommen, das Ganze mit einem 100% Baumwollstoff zu machen. Das heißt, dann ging es darum, einen Stoff zu entwickeln, der luftig ist, aber trotzdem heavy ist und der seine Form behält. Und das war, glaube ich, schon eine Challenge und man kann auf ihrem Instagram sehen, ich blende euch das kurz hier ein, dass man erkennt, was für einen Unterschied letztendlich der entwickelte Stoff hat zu einem normalen Stoff. Ihr seht es, dass sie das Stoffpiece falten und in dem Moment, wo er seine Hand wegnimmt, poppt das wieder zurück in seine alte Form, sozusagen ein bisschen wie so ein Gummi. Und das finde ich schon ultra interessant. Und der Prototyp kam dann eben in dieser Off-White-Farbe, weil das, glaube ich, relativ normal ist bei einer Produktion. Um die Shape und um den Fit von einem Produkt zu testen und zu samplen, wird oft auf den Schritt verzichtet, den Stoff noch in dieser Farbe zu färben, die man haben will. Weil es kann ja theoretisch sein, dass dann der Stoff die Eigenschaften nicht erfüllt und dann hat man den umsonst gefärbt und kann ihn gar nicht verwenden. Offensichtlich war aber das Feedback auf diese Off-White-Farbe, die sie geleakt haben, als Prototyp so positiv, dass sie es halt dann am Ende doch einfach rausgebracht haben. Aber lasst uns nicht viel Zeit verlieren, lasst uns vielleicht mal den Hoodie jetzt ein bisschen genauer anschauen und ich sage euch auch gleich die Passform. Was direkt mal auffällt ist, wenn man den Hoodie in die Hand nimmt, er ist schwer und er ist auch wirklich puffig, er ist dick und der Stoff ist ein 520 GSM, 100% Cottonstoff, ich glaube sogar organisch, GOTS zertifiziert. Und wie schon vorhin erwähnt, es ist ein Fließstoff, das heißt, er wurde innen aufgeraut, einfach weil Fließstoffe mehr puffig sind und ein bisschen mehr Volumen haben, was natürlich absolut wichtig war, um diese Shape, die man auf dem AI-Foto gesehen hat, in der Realität auch wirklich hinzubekommen. Ich kann euch vorab schon mal sagen, sie haben es nicht hinbekommen. Also diese übertriebene Shape, die wir auf dem AI-Foto gesehen haben, hat der Hoodie nicht. Ich ziehe ihn jetzt mal hier an, dann könnt ihr die Passform anschauen. Ich würde aber so weit gehen und behaupten, es ist wahrscheinlich genau richtig, dass er nicht diese übertriebene Shape hat. Weil seien wir mal ehrlich, das ist fast nicht mehr tragbar. Du siehst aus, Bruder, wie ein Lollipop, Bruder. Oben rund und dann unten würden dann die Beine sowieso 2 Dinger. Versteht, was ich meine? Also das macht, glaube ich, keinen Sinn. In der Idee ist es vielleicht super interessant, aber ich glaube, in der Realität wäre es ein Produkt, das nicht viele anspricht. So wie ihr ihn jetzt gerade seht, würde ich aber sagen, das ist einer der allergeilsten Hoodies, die es aktuell zu kaufen gibt. Nicht nur vom Stoff, nicht nur von der Verarbeitung, nicht nur vom Fit, sondern auch das Tragegefühl und vor allem, wie vielseitig er dann doch letztendlich getragen werden kann. Was meine ich damit? Wir sehen, wenn wir jetzt den kompletten Hoodie anschauen, dass er eigentlich relativ lang ist. Also für einen boxy geschnittenen Hoodie ist er wirklich lang. Man sieht, er ist gefühlt so lang wie mein Oberkörper. Das hat ja eigentlich mit Boxy dann fast nichts mehr zu tun. Aber ich finde, die haben das unfassbar genial gelöst, indem sie einfach den Bund unten so tight gemacht haben, dass er, egal in welcher Position du ihn einfach hinziehst, dort bleibt. Heißt, du hast keinen Bock auf einen Cropped oder Boxy Fit, dann ziehst du das Ding einfach ein bisschen weiter runter, so wie halt ein normaler Hoodie lang ist, und der Bund bleibt dort. Willst du ihn Boxy und Cropped tragen, so wie ich das gemacht habe, könnt ihr auch hier nochmal in der Passform sehen, Bro, dann tust du den Bund einfach weiter oben machen auf die Hüfte und der bleibt genau dort sitzen. Und der Rest vom Stoff fällt dann so ein bisschen drüber und gibt dir genau diese Art von Shape, die sie in dem AI-Foto entwickelt haben. Und ich muss sagen, das ist genial, wirklich richtig gut gelöst. Als Veredelung haben wir eigentlich nur dieses Lederpatch hier unten. Muss ich auch sagen, geile Idee. Das kennt man ja in der Form eigentlich nur von Jeanshosen. Habe ich bei einem Hoodie noch nie gesehen. Und es ist ja mittlerweile echt schwierig, dein Produkt auf eine Art und Weise zu branden, die jetzt nicht jeder schon gemacht hat. Metalltext zum Beispiel, à la Peso, à la 85, à la Represent. Oder einen gewissen Stick zum Beispiel hier an den Ärmel. Haben wir auch bei 85 schon gesehen, haben wir bei LFTY oft gesehen, haben wir damals bei Preach gesehen. Das hier ist, wenn ihr mich fragt, neu. Habe ich in der Form noch nicht gesehen. Was ich noch vergessen habe, der Hoodie kommt geliefert in dieser Box, was ja auch schon echt sehr, sehr hochwertig ist. Es ist eigentlich wie ein Sneaker. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Hoodie in einer Box geliefert bekommen. Und das Hangtag hat so einen Metall-Look. Es ist zwar letztendlich aus Plastik, aber auch das ist extrem nice gemacht. Also branding-technisch muss ich sagen, 10 von 10.
Klar, vollständigkeitshalber zeige ich euch natürlich auch nochmal den Off-White Hoodie, aber auch hier ist alles genau gleich. Gleiche Länge, gleicher Stoff, gleicher Bund. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, ist die Kapuze. Und wir können uns hier in der Passform dann anschauen, dass der zum einen natürlich genau gleich fittet. Ihr könnt den sehen, wie er fittet, wenn man das Produkt etwas länger tragen will, also den Bund weiter runterzieht. Ihr könnt aber auch sehen, wie er fittet, wenn man ihn eben boxy tragen will und ein bisschen weiter hochzieht. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, ist die Kapuze. Leute, und die Kapuze ist massive. Die ist riesig. Das ist die größte Kapuze, die ich bei einem Hoodie bisher gesehen habe. Ist sie deswegen die beste? Leider nicht. Ich liebe große Kapuzen. Ich finde, das ist ein geisteskranker Vibe. Gerade beim Traveln zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, Bro, am Flughafen. Du kannst es einfach drüber ziehen, auch wenn du die AirPods Max zum Beispiel auf hast, die ja schon relativ große Kopfhörer sind. Gar kein Problem. Hood drüber ist nice. Nur, ich würde sagen, dass die an der Shape hier etwas nicht ideal hinbekommen haben. Das ist auch meine einzige Kritik an dem Produkt. Die Hood ist zwar riesig, aber sie hat meiner Meinung nach zu viel Höhe und zu wenig Tiefe. Also dieses Maß ist meiner Meinung nach zu klein im Verhältnis zu wie hoch und wie breit sie ist. Und dadurch sieht sie meiner Meinung nach nicht wirklich ästhetisch aus. Sie sieht nicht ideal aus und das könnt ihr jetzt auch hier sehen, so egal wie ich es versuche, dass die einfach so diese geile nach hinten rausstehende Optik hat, das kriegt die Hood nicht hin, das funktioniert nicht, einfach weil sie zu hoch, zu breit und letztendlich nach hinten zu wenig Tiefe hat. Abgesehen davon, der weite Body, der enge Bund unten, die super langen und ballonartigen Ärmel. Das sind Dinge, die haben sie meiner Meinung nach perfekt hinbekommen. Und habt ihr ihn gesehen? Den ersten AI-entwickelten Hoodie. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, die haben sich die Inspo für das Produkt über AI geholt. Die haben wahrscheinlich mit Midjourney und Co. Bilder entwickeln lassen, wo am Ende dieser Hoodie rausgekommen ist. Allerdings haben wir keine wirklichen Infos darüber, wie intensiv dann auch mit AI an der Entwicklung von dem Produkt gearbeitet wurde. Und ich glaube tatsächlich gar nicht. Ich glaube, sie haben sich das Bild von AI entwickeln lassen und sind dann hergegangen und haben das Produkt auf eine klassische Art und Weise gebaut, so wie man es halt normalerweise macht. Trotzdem finde ich, ist es ein sehr, 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 sehr geiler Ansatz, AI zu nutzen, um eine neuartige Shape und eine etwas neuartige Optik in Produkte reinzubekommen, die wir alltäglich eigentlich alle kennen. Und da kann ich nur Daumen hoch geben. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diesen Ansatz findet und generell auch, wie ihr das Produkt findet. Er ist leider Stand jetzt nicht verfügbar, es ist sold out, aber da wird, glaube ich, ein nächster Drop kommen. Die Website und das IG sind natürlich unten verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Movix. Ciao.